research is so exciting because for the first time we can unveil information about exotic objects in the universe which we could not learn about except for the gravitational waves that they emit and that we can observe today. Gravitational waves carry fingerprints of the source that has produced them. By observing gravitational waves, we can learn about astrophysical objects. I've been working in the last 15 years in predicting the shape of the waves emitted in particular by black holes and then also by neutron stars. In the future, we hope to observe gravitational waves that have been produced very close to the birth of our universe, and we will have a snapshot of the universe very close to the Big Bang, when the universe was born. And that's the only way we can learn about the very early universe through gravitational waves. Die Astrophysik ist vielleicht mehr als andere Wissenschaften, jedenfalls aber doch vermutlich in einer anderen Weise als andere Wissenschaften, eine detektivische Disziplin. Sie verbindet räumlich und zeitlich weit entfernte Signale mit dem kombinatorischen Geschick, daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und mit der ja beinahe divinatorischen Fähigkeit, mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Frau Buonannus, Erkenntnisse zur Physik der Gravitationswellen durchschneiden den Nebel von Raum, Zeit und alles verschlingender Masse und geben wortwörtlich den Blick frei auf Einsteins wildeste Vermutungen. Frau Buonannus studierte Physik in Pisa, ist dort 1996 promoviert worden, wo auch andere bedeutende Physiker 400 Jahre vorher schon gearbeitet haben, Galilei nämlich. Als Postdoktorandin hat sie am CERN geforscht, in ausgewählten Institutionen in Paris, am Caltech. Und bereits in dieser Zeit entwickelte sie zusammen mit Thibaut Damour den sogenannten Effective One-Body-Formalismus, eine extrem effiziente Methode, um die Bewegung binärer Systeme und ihre Emission von Gravitationswellen zu beschreiben. Einstein zufolge werden Gravitationswellen von jedem beschleunigten Körper ausgesendet, insbesondere bei äußerst energiereichen Ereignissen, beispielsweise bei Sternenexplosionen oder eben durch die Verschmelzung schwarzer Löcher. Gemäß einer Vorhersage von Einstein breiten sich Gravitationswellen mit Lichtgeschwindigkeit aus und krümmen dabei Raum und Zeit, aber Einstein selbst hat es für unwahrscheinlich gehalten, dass das jemals gemessen werden könnte. Frau Buonanno entwickelte ihren Ansatz weiter, unter anderem während ihrer Zeit als Associate Professor an der University of Maryland, wohin sie 2005 berufen worden war und wo sie 2010 Lehrstuhlinhaberin geworden ist. Auf Grundlage ihrer Arbeit ist es bald möglich geworden, Verschmelzungen von sehr massenreichen Neutronensternen zu erfassen. Seit 2014 ist Frau Buonanno Direktorin am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik dem Albert-Einstein-Institut der Max-Planck-Gesellschaft. Von dort aus war sie 2015 bei dem wirklich spektakulären Durchbruch des direkten Nachweises von Gravitationswellen beteiligt, die bei der Kollision zweier schwarzer Löcher entstanden waren. Die weiteren Erforschung des Universums ist damit ein fundamental neues Werkzeug an die Hand gegeben. Die bis dahin umstrittene Existenz von Gravitationswellen würde ich jetzt, Frau Buonanno, leicht abgewandelt die berühmten Worte ihres italienischen Landsmannes verwenden, sagen, eppur esistono. Seit 2017
ist sie nunmehr Honorarprofessorin an der Universität Potsdam und an der Humboldt-Universität hier gegenüber. Und es zeigte sich somit nicht nur schon früh, dass Frau Buonanno eine außerordentliche Begabung bei Fragestellungen der Gravitationsphysik, der Astrophysik, der Kosmologie hat, sondern vor allem auch eine nicht nachlassende Leidenschaft, diese Fragestellungen beharrlich zu vertiefen. Dafür haben Sie eine Reihe von Preisen schon erhalten. Ich hoffe und wünsche mir, dass der Leibniz-Preis Ihnen die Möglichkeit gibt, uns die nächsten Sterne zu Füßen zu legen, sozusagen. Herzlichen Glückwunsch.